So, ihr Lieben, ich grüße euch heute am Freitag, den 17.11.2023. Und ja, warum erwähne ich das Datum? Einfach aus dem Grund, weil ich heute früh meine Augen geöffnet habe und mir wurde gesagt, Steffi, heute machst du mal wieder ein Video. So, ja, das ist der eine Grund. Und der nächste Grund ist natürlich, ich möchte auch für die Nachwelt etwas hinterlassen. Ja, ich freue mich ja dann auch, wenn meine Enkel irgendwann was sagen, hey, guck mal, da ist die Oma, damals war die noch jünger, damals hatte die noch nicht so viele Zeitlinien in ihrem Gesicht. Und ja, die Oma hat damals schon von Dingen gesprochen, die heute aktueller denn je sind. Und was sind das für Dinge? Es geht in deinem Leben darum, dass du den Sinn findest, warum du hier bist. Es geht darum, dass du hier bist, um deine Seele, deinen Geist und deinen Körper wieder in Einklang zu bringen. Es geht darum, dass du erkennst, wer du wahrhaftig bist und warum du hier bist. Warum du genau zu dieser Zeit im 21. Jahrhundert dort an diesem Ort bist und warum du dich entschieden hast, zu dieser vollkommen verrückten, bekloppten Zeit hier zu sein. Ja, warum verrückt und bekloppt? Weil fast jeder da draußen kurz davor ist, ja, dass der kurz davor ist, hinter den Schleier der erschafften Realität zu blicken. Was ist die Realität? Das, was du da draußen wahrnimmst, ja, diese vermeintliche Realität, das ist alles ein Konstrukt aus deinem Unterbewusstsein. Das ist alles etwas, was dir auferlegt wurde, mit dem du konditioniert wurdest, mit dem du programmiert wurdest und immer noch programmiert wirst. All das, was du außen wahrnimmst, hast du selbst mitkreiert. Du bist der Schöpfer, du bist der Manifestor für all das, was du wahrnimmst. Und jetzt ist die Zeit, wo du für dich erkennst, dass du wesentlich mehr bist. Dass du wesentlich mehr bist, dass du zu mehr fähig bist und dass du einen Sinn hast, warum du hier bist. Und der Sinn in deinem Leben ist die Tatsache, dass du dich wieder über dich selbst ermächtigst, dass du die Macht, die du einst abgegeben hast an das Außen, ja, an Eltern, Erzieher, Chefs, Politiker, Partner, Kinder, egal wo, ja, diese Macht, die du einst abgegeben hast, selbst das, was du in deinen früheren Leben abgegeben hast, dass du das jetzt zurückholst, dass du diese Anteile, diese Seelenanteile wieder in dir integrierst und dass du ganz wirst, dass du vollkommen wirst, dass du im Endeffekt erkennst, was für eine Kraft, für eine Göttlichkeit, für eine Größe, für eine Macht in dir drinne steckt und was du auch für eine Energie und für ein Potenzial hast. Und warum du hier bist. Lebst du schon deinen kosmischen Auftrag? Lebst du schon das Leben, was dich erfüllt? Hast du den Sinn in deinem Leben schon erkannt? Der Sinn, du kannst ihn für dich definieren, wie du es möchtest. Für mich bedeutet das Wort Sinn in erster Linie die Selbstermächtigung, meine Macht zurückzuholen. Mich zu präsentieren, für mich einzustehen, authentisch zu sein, mir keinen Kopf zu machen, was hier irgendjemand über mich denkt. Und das ist die Selbstermächtigung. Der Sinn in meinem Leben ist die Intuition. Ja, dein Herz. Deine Intuition zu neuem Leben zu erwecken.
deinen göttlichen Funken zu neuem Leben zu erwecken und immer aus deinem Herzen zu leben. Dich durch dein Herz führen zu lassen, durch deine Intuition, dich mit Vertrauen deinem Leben hingeben und den Weg gehen, der für dich vorbestimmt ist, den du einst gewählt hast. Und der Sinn in deinem Leben ist die Neugier. Die Neugier auf das, was noch alles kommt. Was ist da draußen noch? Ja, also wir befinden uns hier in einer kompletten Energiesuppe. Ja, wir sind ja Energie. Du bist Energie, ich bin Energie. Wir befinden uns in enormen Energiefeldern. Und in dieser Energiesuppe gibt es noch so viel, was für unseren Verstand noch nicht greifbar ist, nicht vorstellbar ist. Aber unser Herz, die Intuition, dein Herz, deine Intuition fühlt das schon. Nimm das wahr. Spürt schon, dass es da draußen mehr gibt. Und der Sinn in deinem Leben ist es, neu geboren zu werden. Deine Neugeburt. Und das ist das, was jetzt so viele Menschen erleben, durchleben. Vielen wird jetzt bewusst, dass sie im Endeffekt schon seit Monaten, seit Jahren einen Prozess gehen, einen Bewusstwerdungsprozess, wo die Seele durch den Körper kommuniziert. Und viele Menschen, ja, ich eingeschlossen, ich habe da auch dazu gehört, rennen vor sich weg. Sie rennen vor sich weg, weil sie Angst haben, nach innen zu schauen, weil sie Angst haben, ihre Macht zu erkennen, ja, weil sie Angst haben, sich zu leben, weil im Endeffekt noch Urängste in unseren Zellen stecken. Und durch diese Urängste, ja, oder durch die Glaubenssätze, durch die Programmierungen haben so viele Menschen Angst, zu sich zu stehen, die Eigenverantwortung zu übernehmen. Ja zu sich zu sagen, authentisch zu sein, die Wahrheit zu sprechen, aus ihrem Herzen zu leben. Aber ich kann dich beruhigen, auch wenn es jetzt turbulent ist. Wir kommen alle irgendwann an den Punkt, wo wir mit uns, mit unserem wahren Selbst, mit unserer Wahrhaftigkeit konfrontiert werden. Viele sind schon mittendrin, viele sind erschöpft, müde, zum Teil verzweifelt. Ja, sie fühlen sich noch machtlos. Machtlos sich selbst gegenüber. Aber sie werden auf kurz oder lang erkennen, wie wichtig es ist, zu sich zu stehen. Ja zu sagen zu sich. Sich selber die Frage zu stellen, ist das, was ich momentan tue, ein Beitrag, um hier in dieser Welt etwas zu verändern. Und vielleicht steckst du noch in einem Job fest, ja, wo du gar keinen Bock hast, mehr dorthin zu gehen. Ja, also ich habe hier jahrelang in den Job gesteckt und habe schon früh, wenn ich die Ohren aufgemacht habe, abgekotzt, weil ich gar nicht dorthin wollte. Schon wenn der Wecker geschrien hat, ja, habe ich mir gesagt, nein, bitte nicht, bitte nicht. Aber ich habe es trotzdem getan. Ich habe es getan wegen dieser vermeintlichen Sicherheit. Ich brauche das Geld, damit ich meine Miete bezahlen kann, damit ich da bin für meine Kinder, damit ich dies tun kann, damit ich jenes tun kann, dass ich eben im Jahr in Urlaub fahren kann. Ja, tun, 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 tun. Aber jetzt ist die Zeit, wo es wichtig ist, dass du hier bei dir ankommst. Dass du im Endeffekt dein Sein erkennst. Dass du erkennst, dass du so wie du bist, gut genug bist. Dass du erkennst, dass es völlig ausreicht, dass du bist. Dass du deine Energie bündelst. Dass du dein Licht und deine Liebe in dir zu neuem Leben erwächst. Und dass du dich dann entscheidest, deinen Weg zu gehen, nicht den Weg eines anderen. Und dass du für dich entscheidest, dass du das tust, was dir Freude macht, wo du Bock drauf hast. Ja, also Arbeit ist Liebe. Wenn du das liebst, was du tust, egal was es ist,
dann beginnst du dich zu leben. Dann beginnst du dich über dich selber zu ermächtigen, weil genau das dein Leben ist. Und es ist einfach. Es ist einfach nur das Ja zu dir selbst. Es ist wichtig, dass du die Absicht äußerst, dass du etwas in deinem Leben verändern möchtest. Dass du dich leben möchtest, dass du deinen Weg gehen möchtest. Ja, egal, was andere von dir denken. Dass du dazu Mut brauchst, ist völlig normal. Wir sind ja alle konditioniert. Ja, jeder einzelne von uns ist komplett konditioniert bis zum geht nicht mehr. Ja, also bestes Beispiel ist immer dieses weiße unbeschriebene Blatt. Du kommst auf die Welt, du bist ein wundervolles, zuckersüßes Geschöpf. Es ist erstmal egal, wie du auf die Welt kommst, aber du kommst auf die Welt und ja, du bist rein. Du nimmst noch viel wahr. Du nimmst ganz viele Dinge im Außen wahr, die du natürlich dann mit der Zeit komplett verdrängst, weil du bei deiner Geburt durch den Schleier des Vergessens gehst. Und dein Leben besteht darin, dass du durch das Außen, durch Eltern, Geschwister, Erzieher, Lehrer, gewisse Medikamente, gewisse Vorsorgebehandlung, degenerierte Nahrung, falsche Partner, negative Glaubenssätze, dass du durch all das und noch viel mehr, du kannst es für dich selber alles auf dich beziehen. Durch all das wirst du so begrenzt, du wirst quasi gebonsait, dass das aus dir entsteht. Du bist nicht mehr rein, du bist nicht mehr klar und du bist nicht mehr mit dir im Frieden. Du bist so verwirrt, du irrst hier rum und irgendwann gibst du dich all dem hier nur noch hin, weil du keine Kraft mehr hast und du deine Macht verloren hast. Deine Macht über dich selber, die dir genommen wurde durch all die Begrenzungen, durch all das im Außen. All das, wo dir gesagt wurde, du kannst das nicht, mach das nicht, du bist nicht gut, du bist es nicht wert. Jeder von euch kennt solche Worte und das macht dich klein. Das macht dich klein und du gehst irgendwann in Deckung. Und das, was wir jetzt erleben, jetzt, die nächsten Monate, die nächsten Jahre, ist deine Entfaltung. Es ist die Entfaltung, dass du wieder ganz wirst. Dass du dir all das, was du einst abgegeben hast, deine Macht zurückholst. Und das gelingt dir, indem du anfängst, anderen nicht mehr die Schuld für dein Leben zu geben. Das gelingt dir, indem du anfängst, dir bewusst zu machen, dass alles, was du im Außen vorfindest, mitkreiert hast. Du hast es mitkreiert durch deine Gedanken, durch deine Glaubenssätze, durch deine Emotionen, weil du in jedem Moment manifestierst. Viele machen Unmengen an Coachings, wie manifestiere ich richtig? Ja, die lassen dort Unmengen an Geld. Aber Fakt ist eins, du manifestierst in jedem Moment. Das, was du vorfindest in deinem Leben, hast du mitkreiert, das hast du manifestiert. Durch dein Sein, durch deine Begrenzung, durch das, was dir übergestülpt wurde. Und jetzt ist die Zeit, wo du beginnst, dich zu erkennen, dich zu leben, aus deinem Herzen zu leben. Und so wirst du nach und nach für dich eine Welt kreieren, für dich einen Weg ebnen,
wo du immer mehr zu dir kommst, wo du immer mehr bei dir ankommst, wo du immer mehr erkennst. Und das ist, ja, es ist elementar, dass du immer mehr in dein Bewusstsein kommst. Wir alle sind verbunden. Wir alle hängen in diesem Feld, in diesem Kollektiv zusammen. Und wichtig ist es, dass jeder Einzelne für sich in seine Transformation geht. Dass er im Endeffekt die Dinge, die das aus ihm gemacht haben, was er gar nicht ist, wieder zurückdrehen, zurücktransformieren. Und das ist wichtig, dass du erstmal für dich die Entscheidung triffst. Die Entscheidung für dich zu sagen, hey, ich will dort raus, ich will das nicht mehr. Ich möchte das nicht mehr sein, ich möchte das nicht mehr haben. Ja, dass du wirklich dort rauskommst und jeden Tag aus der Frage herauslebst, wie kann ich mein Leben heute verändern? Wer kann mir ein Beitrag sein, damit ich hier ein Mehrwert für diese Welt bin? Welche Energie kann mich dabei unterstützen, dass ich mehr zu mir finde, zu meiner Göttlichkeit? Welche Energie, welches Bewusstsein, welche Wahl können mein Körper und ich sein, damit ich mich anbinde an mein hohes Selbst? Stell dir in deinem Leben die richtigen Fragen. Frage nicht mehr, warum etwas so ist. Frage nicht, warum hast du Schmerzen? Warum ist der Mensch so? Warum tun die das? Warum, warum, warum? Ja, das bringt dir nichts. Das ist das Einzige, was es dir bringt, ist, dass du immer wieder in diese Energie gehst, dass du das immer wieder manifestierst, weil dein Fokus, deine Aufmerksamkeit geht dorthin. Beginne, die richtigen Fragen zu stellen für dich. Wie möchte ich leben? Was möchte ich verändern? Was möchte ich fühlen? Was möchte ich loslassen in meinem Leben? Was mir nicht gut tut? Frage dich in jedem Moment, was kannst du ändern, damit du in deinen Frieden kommst, in deine Leichtigkeit, in deine Freude? Und mache dir vor allem erstmal für dich bewusst, was für dich der Sinn in deinem Leben ist. Warum bist du hier? Bedienst du noch dein Ego? Oder bedienst du schon deine Seele, dein Herz? Das ist ganz, ganz wichtig, was es zu erkennen gilt, warum du hier bist. Erst wenn du für dich die Entscheidung getroffen hast, wird es auch leichter, weil du dann weißt, auf welcher Zeitlinie du dich eingeschwungen hast. Dir wird dann immer mehr bewusst, hey, wo bewege ich mich jetzt hin? Will ich noch Erfahrung sammeln? Will ich noch mein Ego füttern? Oder will ich bei mir ankommen? Will ich meinen Seelenfrieden? Möchte ich meine Glückseligkeit? Möchte ich das Vertrauen? Möchte ich die Anbindung? Möchte ich mich selber führen lassen? Weil darum geht's. Es geht darum, dass du hier auf dieser Welt weder einen Guru noch irgendetwas anderes benötigst, der dich führt. Du selbst führst dich. Du kannst dich führen. Und das Wichtigste ist, dass du dich erstmal über dich selber ermächtigst, dir die Macht zurückholst und sagst, hey, ich kann das selber. Und mache dir dabei bewusst, der Weg entsteht beim Gehen. Es sind Stufen. Es sind kleine Stufen, die du gehst. Auf mancher Stufe musst du mal ein bisschen länger ausharren, weil vielleicht ja, dich irgendetwas eingeholt hat und du erstmal in dich gehen musst, um gewisse Themen zu lösen. Und dann geht's weiter. Aber das Wichtige ist wirklich, dass du geduldig mit dir bist, dass du im Vertrauen bist, im Vertrauen zu dir, im Vertrauen zu dem Göttlichen, ja, das Göttliche, Gott, die Urquelle, da wo wir alle herkommen, unser Ursprung, dass du im Vertrauen bist und dass du dich dem Leben hingibst. Die Hingabe zu deinem Leben, das Vertrauen zum Göttlichen. Das ist der Schlüssel, dass du gut durch diese Zeit kommst,